Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Batman Begins. Der ersten Folge für heute. Später kommt noch Let's Play Gladius für euch. Und ja, bevor wir anfangen, möchte ich hier unbedingt den 74. Abonnenten willkommen heißen. Das habe ich leider beim letzten Mal vergessen. Bei Gladius habe ich es gesagt und bei Batman stand es in der Videobeschreibung, aber ich habe es leider im Part völlig vergessen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ich weiß leider noch nicht, wer es ist. Es wäre also schön, wenn vielleicht ein Video von mir geteilt werden könnte. Dann hätte ich mehr Übersicht in der Abonnentenliste und könnte auch besser auf die Kommentare eingehen. Ja, morgen sind es dann wieder 3 Folgen, denn morgen kommt ja noch die Ader-Analyse zusätzlich. Beim letzten Mal bei Batman Begins haben wir ein neues Level begonnen. Wir sind jetzt beim Schwarzmarkt-Club. Einem Club von Falcone, weil wir Informationen von Detective Fless haben wollen. Wegen unter anderem den Drogen und halt auch, was das für eine Waffe war, beziehungsweise was das war, was gestohlen wurde von Wayne Enterprises. Das haben wir schon teilweise erfahren, aber eben nur teilweise. Und genau, wir sind im Club drin. Da haben wir beim letzten Mal ein Passwort uns organisiert bei einem mitteilsamen Gangster, den wir ein bisschen verhört haben. Und ja, dieses Mal werden wir uns den Club mal anschauen. Wir haben auch erfahren, dass es hier Fallen geben soll. Fallen und Kameras. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe auch, dass heute die Folge ein bisschen besser läuft. Gestern lief es leider nicht perfekt. Das wäre ganz schön. So, da vorne ist gleich eine Tür und ich gehe gleich mal hier lang. Aber natürlich schleichend. Schwarzmarkt-Club sind wir hier. Wir haben halt keine Ahnung. Hier ist eine Tür. Die geht nicht auf. Wir haben halt keine Ahnung, wo Fallen sind. Ein Medikit gleich zu Anfang. Das nehme ich auch mal, weil wir sind nicht lebenvoll. Und hier, wir wissen nicht, wo hier die Gangster sind. Ein Datenschirm. Finde den Kontrollraum. Suche den Kontrollraum und finde heraus, wo Flash sich aufhält. Ah ja. Ja, wie gesagt, im Kontrollraum werden auch die Kameras für diese Fallen. Das Medikit hier nehme ich gleich mit. Das ist eine Dose. Damit sind wir immer noch nicht ganz voll, aber voller als vorher. Ja, man weiß ja nicht, wann man es braucht. Okay, und dann schauen wir mal hier in den Raum rein, bevor wir da reinstürmen. Okay, da geht es offensichtlich nach oben. Ansonsten sieht es hier nichts wirklich bewohnt aus. Alles klar, öffnen. Und dann schaue ich mich jetzt hier nochmal um, bevor ich reingehe. Ja, auf jeden Fall geht es da nach oben. Da sieht man es ja. Da gibt es eine obere Etage. Ansonsten scheint hier nicht viel zu sein. Ich bin ein bisschen misstrauisch, ehrlich gesagt, wegen der Fallen. Die Tür ist zugegangen. Kann man die von hier öffnen? Man kann sie von hier öffnen. Okay, war ja nicht immer so. Beim Hafen gab es ein paar Türen, die man nicht öffnen konnte. Gibt es hier oben einen Hakenpunkt? Ich weiß nicht, müssen wir schauen. Ich meine, da hinten ist eine Tür. Was ist denn hier vorne? Nur kurz gucken. Ein paar Regale. So ein bisschen Ikea-Style. Mit dem Holz und alles. Aber nichts Wichtiges in die Tür. Hier kommen wir auch nicht rein. Okay. Dann springen wir wieder raus. Mir ist es hier ehrlich gesagt ein bisschen zu ruhig. Da drüben ist keine Tür. Nur da vorne. Ja gut, wir können nur da vorne hingehen. Scheiße. Weg, 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 weg. Gas. Ich habe wohl eine von Falconis Fallen gefunden. Gas. Und laut Gordons Informationen werden sie alle durch Infrarotstrahlen aktiviert. Sie sehen sie also erst, wenn sie sie auslösen. Großartig, ist wahrscheinlich Giftgas. Hoch. Schnell nach oben. Das ist bestimmt Giftgas, weil wir kriegen Schaden. Lauf, lauf, lauf. Wir sterben gleich eines elenden Todes. Ja, ganz toll. Also, wir haben gerade eine der lustigen Fallen kennengelernt. Eine Giftgasfalle. Ich dachte, wir wären oben sicher, aber das war wohl nichts. Weiter. Ganz toll. Ja, ich hatte ehrlich gesagt sowas schon im Gefühl, weil es so verdächtig ruhig war.
Ah, wie machen wir das denn? Ich wette, wir müssen da hoch und vielleicht müssen wir dann mit dem Battering ein Fenster zerstören oder so. Dass halt das Giftgas entweichen kann. Scheiße. Okay, jetzt laufe ich, weil da vorne ist ja nichts. Hier hole ich mir trotzdem das Medikit, weil wir können ein bisschen mehr Leben brauchen. Leider haben wir halt nicht Vollleben, das ist kacke. Auch mit dem nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Woanders ging es ja nicht hin. Ich glaube, man muss diese Falle auslösen. Das heißt, ich schaue schon mal gleich nach hier oben, weil hier oben war ein Hakenpunkt, habe ich gerade gesehen. So. Gas. Ich habe wohl eine von Falconis Fallen gefunden. Ja. Sieht so aus, Sir. Und laut Gordons Informationen... Nach oben. ...durch Infrarotstrahlen aktiviert. Sie sehen sie also erst, wenn sie sich auslösen. Ganz toll übrigens. Da ist eine Tür. Und hier ist ein Fenster. Okay, zerstören. So. Ich möchte kein Gas, ich möchte frische Luft. Okay, wir haben es überlebt dieses Mal, aber das war sehr knapp. Weil wir gerade eine antike Vase zerstört haben. Puh. Also man sieht schon, die Fallen hier machen Spaß. Wie viel Leben haben wir diesmal verloren? Wir sind auf halbem Leben. Wir haben trotzdem ein Viertel Leben verloren. Die Fallen machen Spaß, das sieht man hier schon von Anfang an. Wir müssen unbedingt diesen Kontrollraum finden. Ich gucke jetzt mal nochmal da nach unten, ob da was ist. Da ist eine Tür. Weil wir haben jetzt nur den... Wir haben ja die Falle jetzt ausgelöst. Hier ist ja auch ein Fenster offen. Hier kann das Gas eigentlich nichts mehr machen. Und zur Not können wir nochmal hoch. Boah, ich wäre gerade fast nochmal reingeflogen. In den Infrarotstrahl. Hier ist es ja gerade bei Berührung aktiviert. Da dürfen wir also nicht reinlaufen. So. Wir wollen ja die Falle nicht nochmal auslösen. Einmal war genug. Dann hier rüber. Also, da war jetzt nichts. Schleichen. Hier oben auch nicht. Da sind wir in den ersten 5 Minuten einmal gestorben. Batman, schleichen. Bitte. Da unten ist eine Tür. Ich glaube, dass... Da müssen wir auch hin, weil hier oben ist nichts. Okay. Runter. Hier ist ja jetzt, wie gesagt, frische Luft. Und hier steht ein schöner Flügel. An sich gefällt mir der Club. Hier ist schön eingerichtet. Wie gesagt, teilweise ein bisschen Ikea-Style, aber ansonsten schön eingerichtet. Irgendwas hinter der Bar vielleicht. Auf jeden Fall hier blaue Kühlschränke. Beziehungsweise so Eisfächer. Okay. Oben ein bisschen Drinks. Nichts Besonderes hier. Keine Schrufflinge unterm Tresen oder so. Ganz interessant. Ja gut, da müssen wir als nächstes durch diese Tür hier. Die arme Vase, aber sonst wären wir wieder erstickt, wie gerade eben. Einmal Optik. Ein leerer Gang. Ja, nach gerade eben der Giftfalle gefallen mir keine leeren Gänge. Aber wir können nur durch und das Geräusch gerade gefiel mir ebenfalls nicht. Ja, das Problem ist halt, wenn wir diesen Sicherheitsraum nicht finden, da haben wir keine Ahnung, wo die Fallen sind, weil die werden ja durch Berührung ausgelöst. Wir sehen die erst, wenn wir reinlaufen. Das ist total toll. Da ist nur die Tür, ne? Ja. Ich habe hier kein wohliges Gefühl, obwohl es hier, wie gesagt, vom Außen her finde ich es cool. Aber nach der Falle gerade könnte es mir hier besser gefallen. Hier ist nichts. Ich passe jetzt bei jedem Schritt auf. Hier ist eine Tür. Sonst noch was? Nein, das ist die einzige. Okay. Einmal durchspähen. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Das sieht man in dem roten Punkt. Ansonsten wieder leer. Einmal durch. Weiter geht's. Und hier kommen jetzt die ersten freundlichen Zeitgenossen. Ein Bewaffneter. Ein Unbewaffneter. Hier ist ein Hakenpunkt. Okay. Da ist auch eine Tür. Die ist offen. Aber dass hier ein Hakenpunkt ist, wird da schon wieder eine Falle. Weil diese Tür steht lustigerweise verdächtig offen. Ich gucke erstmal durch die durch. Ich weiß, dass wir da noch nicht durch können, aber
durchschauen will ich mal. Gibt's irgendwas Neues über diesen Fledermaustypen? Den gibt's gar nicht. Die reden über ihn, als wäre er eine Art Dämon oder so. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe gehört, wie ein paar von Falconis Leuten über ihn geredet haben. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Falcone ist Geschichte. Die Cops haben ihn hochgenommen. Nein, das war der Fledermaustyp. Angeblich wird er zum Dämon, wenn du Angst hast. Das liegt nur an dem Chemiemüll, den wir für den Doktor rumschleppen. Der macht uns alle irre. Ich weiß nicht, Mann. Wie viele Leute müssen denselben Albtraum haben, damit er wahr ist? Okay, also man merkt schon, nicht alle glauben, dass Batman real ist. Das sind hier also Schläger des guten Crane. Gut zu wissen, weil der Doktor, wissen wir, ist Crane. Das hier sieht auch wie eine Sicherheitszentrale aus. Da würde ich ja sehr gerne rein, aber da werden wir, das ist rot, da werden wir so nicht reinkommen. Außerdem würden die uns töten. Ja gut, im Moment können wir nur in diese Tür. Mich beunruhigt nur dieser Hakenpunkt hier oben. Ehrlich gesagt, weil das steht so verdächtig zu einem Gemälde. Ich will nur gucken, wo ist der Hakenpunkt? Der ist da oben, glaube ich. Ich wittere hier sehr stark eine Falle, muss ich sagen. Vorsichtig. Ja, I knew it. Hoch, hoch, hoch. Betthaken. Puh. Der Typ, der das ausgelöst hat, hängt jetzt vermutlich über dem Kamin vom Boss. Das MG macht kurzen Prozess. Warum bist du dann so nervös? Das ist der zweite Alarm in 10 Minuten. Könnte übel werden. Ach, du guckst zu mir raus. Finde ich ja sehr schön. Vielleicht können wir ihn von oben packen. Puh. Schläger mit Waffe erledigen. Hallo mein Freund, ich hänge übrigens nicht über dem Kamin vom Boss, Ansehen gestiegen. Und da haben wir gerade den zweiten gesehen. Also, hinter dem Bild war ein MG versteckt und das hat uns gerade erschossen. Der zweite hat geguckt, aber sonst nicht reagiert. Tja, dachte er wohl, dass wir tot wären. Die Fallen hier sind ja mal voll ätzend. Ich meine, diese Falle war jetzt sehr offensichtlich, aber trotzdem war das sehr knapp. Okay, jetzt ist nur noch der Unbewaffnete drin. Den Bewaffneten bin ich gerade erledigt. Da wollen wir jetzt nochmal gucken. Der guckt im Moment nicht zu uns. Wir können auch hier nicht mehr durchspielen. Na, gibt's mich doch. Dam, bam, 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 bam. Sie dachten ja, uns gibt es nicht. Aber jetzt denken sie wohl anders. Hier ist eine Sicherheitssteuerung. Den haben wir jetzt erledigt, ich glaube, ohne Schaden zu nehmen. Der hat uns wahrscheinlich schon erwartet jetzt. Okay. Hier haben wir auch leckere Erfrischungsgetränke und Kaffeespender. Ja, so eine Coke wäre jetzt echt eine Option. Oder was Batman auch trinkt, vielleicht auch ein Powerade. Okay, Sicherheitssteuerung. Ich wette, da brauchen wir den Elektrohack. Wir haben auch wieder einen Hochfrequenztransponder seit dem letzten Mal und drei von den Rauchgranaten. Und noch knapp halbes Leben. Der dürfte uns nicht geschadet haben. Okay, dann wollen wir mal. Ja, wir müssen die hacken, das war klar. Dann wollen wir mal, zack, eins. Und das zweite haben wir verkackt. Das dritte ebenfalls, ach komm schon. Gestern haben wir es auf den ersten Versuch geschafft mal. 2, 3 und 4. Heute haben wir es leider nicht auf den ersten Versuch geschafft, aber wir haben es gehackt. Ich habe Flash gesehen. Er ist im Nachbargebäude. Ah, das könnte ein Problem sein. Wieso? Laut Gordons Dateien ist der einzige Zugang zum Nachbargebäude in Falconis Büro. Und das ist natürlich weniger appetitlichen Aktivitäten vorbehalten. Da scheint jemand in Falconis Büro zu sein. Der Gentleman in Falconis Büro ist vermutlich Gordons Informant, ein gewisser Walter Pfeister. Wenn dem so ist, weiß er gewiss, wie man in den Aufzug kommt. Dann muss ich mit ihm sprechen. Ich habe dem System ein Data-Tag verpasst. Die Kameras könnten nützlich sein. Natürlich, Sir. Aber ich muss Sie warnen. Pfeister scheint nicht allein zu sein. Ich denke, das lässt sich ändern. Okay, also Flash ist im Nachbargebäude und verhört einen Gefangenen, wie das aussah. Und wir müssen zu diesem Walter Pfeister, das ist Gordons Informant. Aber er ist natürlich nicht alleine. Die Kameras können wir jetzt benutzen, so wie das klang. Hier nochmal kurz den Datenschirm gucken.
Jetzt haben wir wieder hier Finde Flash. Okay. Ja, dann wollen wir mal weitergehen. Batman will jetzt natürlich erstmal die Gesellschaft vom Feist ausschalten. Einmal durchgucken. Nur für den Fall. Nichts. Okay, also niemand ist durch den Gang gekommen. Aber hier kommen doch bestimmt nochmal Kollegen. Können wir noch den Hakenpunkt benutzen? Weil die Tür da vorne ist ja eine Falle. Wir können den Hakenpunkt noch benutzen. Die ist ja eine Falle, da sind halt jetzt so grüne Laser. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht müssen wir den Alarm auch bewusst nochmal auslösen, dass die herkommen. Ich gehe nochmal runter und hier hin. Ich glaube nämlich, dass man da nicht durchkommt. Sind die denn hier? Nope. Das war ja der Weg, wo wir gekommen sind. Sicherheitssystem ist aktiv. Genau, hier kommen wir nicht durch. Ja, okay, dann müssen wir den Alarm nochmal auslösen. Hier ist jetzt das MG. Das sieht man jetzt hier unter dem Bild. Ist eine ganz nette Waffe. Ist so ein bisschen Minigun-mäßig. Und wir haben noch die Hälfte der Zeit. Den nächsten Jackpot würde ich natürlich noch sehr gerne schaffen. Ich glaube, wir müssen den Alarm auslösen. Ist ein bisschen blöd, aber... Das heißt, ich gehe jetzt bewusst so. Ja, ich weiß schon, jetzt sieht man uns gerade nicht. Wirklich. Ja, obwohl. Man kann sich ja umdrehen. So, Falle. Ach, keine Falle diesmal. Gilt die Falle nur einmal? Interessant. Vielleicht haben wir sie auch im Sicherheitssystem deaktiviert. Vielleicht waren deswegen die Laser grün. Okay, dann können wir normal weitergehen. Hier sieht's aus wie so ein Gemeinschaftsraum. Keiner drin. Los geht's. Oder so ein Clubraum wohl eher. Checkpoint. Der erste. Billard hier auf jeden Fall. Ich möchte aber kurz speichern, denn ich möchte die Giftfalle von vorher nicht nochmal machen. Deswegen möchte ich speichern und dann nochmal schauen. Aber ich glaube, wir haben noch Zeit. Wir hatten ja gerade noch knapp die Hälfte. Aber zur Sicherheit schaue ich nochmal. Ihr wisst ja, lieber sicher gehen. Ja, ja. Wir haben jetzt noch gerade 10 Minuten knapp. Alles klar, dann machen wir noch einen. Ich will heute auch nicht überziehen, weil die letzten beiden Parts waren immer fast überzogen. Also hier ist ein Billardraum mit Kös und hier zwei Möglichkeiten. Das ist cool. Wie gesagt, vom Aussehen her gefällt mir der Club. Muss ich schon sagen. Also Falcone hatte jetzt nicht den schlechtesten Geschmack. Ich habe das Überwachungsvideo auf Ihr System umgeleitet. Haben die Kameras einen Infrarotmodus? Ja. Damit müsste es Ihnen gelingen, den Sensorstrahlen auszuweichen. Wähle das Cam-Hack-Tool in der Inventar aus, um eine Kamera zu hacken. Wir haben gerade ein neues Ausrüstungsteil bekommen, womit wir dann die Fallen sehen können. Das ist cool. Da hat er es jetzt umgesetzt einfach. Aber ich gucke hier kurz durch. Auch hier ist leer. Okay. Dann wollen wir das Cam-Hack-Tool mal auswählen. Du hast nicht viel Zeit, um die Kamera zu hacken. Drücke dazu mehrmals hintereinander die Hacken-Taste, also die Z-Taste. Gehen erstmal auf den Cam-Hack. Denn da vorne ist eine Kamera. Wir müssen da aber näher ran, um die auch zu hacken. Jetzt können wir sie hacken. Also mehrmals auf Z. Ah ne, auf X. Man sieht es unten rechts. Wenn es ganz unten ist, haben wir es geschafft. Also jetzt. Und jetzt sehen wir unten auch das Bild, wo die Fallen sind. Das heißt Druckplatten, die roten Punkte und halt die Strahlen. Und uns natürlich. Das ist sehr gut. Da rein geht's nicht. Dass man sie so leicht hacken kann, ist schon interessant. Andererseits, Batman ist ja auch nicht irgendjemand. So, müssen wir aufpassen. Also hier kommen wir dann gleich zur Falle. Das ist gut, weil oben, also im normalen Bild, man würde die nicht sehen. So, ungefähr hier müsste das sein. Gut, wir sind drüber gekommen. Sehr schön. Sonst wäre wahrscheinlich dieses Bild hier runtergefahren. Okay, dann gehen wir zur nächsten Tür. Und da ist auch schon die Kamera weg. Hier ist nichts drin.
Alles klar, bestimmt gibt es hier wieder eine Kamera. Ich sehe ein Fass. Okay, hier ist eine Tür. Das ist ein großer Raum. Hier gibt es doch bestimmt eine Kamera drin. Tür. Kamera, sag ich doch. Bleib mal hacken. Na, jetzt hat. Ach du Scheiße, ihr seht's ja unten, ne? Lauter lustige Druckplatten hier. Ah, ich sehe schon. Und da sich die Kamera bewegt, wird das jetzt ein bisschen hier ein Schnitzellauf. Das ist ja kacke. Okay, ich würde mich gerne sehen. Wenn ich mich nicht sehe, gehe ich nirgendwo hin. Wo sind wir? Da sind wir. Okay, also hier vor und dann hier vor. Da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Jetzt warte ich wieder. Ja, ich gehe hier nicht blind. Nicht, wenn wir die Kamera kontrollieren können. Ist natürlich cool, dass es hier so eine 180-Grad-Kamera ist. So. Bisschen noch weiter. So. Und jetzt nach hier. Jetzt wieder warten. Ja, ich weiß schon, es kostet ein bisschen Zeit, aber... Wir sind ja heute schon mal gestorben wegen einer Falle. Das will ich nicht nochmal. Okay. Läuft ja hier. Wie gesagt, mit der Kamerasicht ist das nicht so schwer. Man muss sich aber trotzdem konzentrieren. Okay, ich denke, hier können wir dann hingleiten. Alles klar, wir haben den Bereich überwunden. Das war nämlich ein großer Raum. Hier waren überall Fallen. Jetzt ist die Frage, hier sind Fässer und hier ist die Tür. Dann würde ich die Optik schauen. Sehen wir hier keinen, aber wir können noch nicht durch. Sicherheitssystem ist aktiv. Ich glaube, wir müssen die Fässer hier... Da gehe ich mal auf den Batarang. Ich habe eine Idee. Ah, genau. Batarang funktioniert. Wir müssen, glaube ich, die Fässer da drauf tun, damit die Falle auslöst. Damit ein paar Freunde kommen. Ich wette, das hat damit zu tun. Das heißt, ich gehe hier hinter. Versteck mich hier. Und los. Da macht's bumm. Oh, Flammenwerfer. Ansehen gestiegen. Ich sehe mich mal um. Genau, hier ist irgendwer. Komm doch zu mir, mein Lieber. Da ist ein Bewaffneter. Na, lieber Freund. Und erledigt. Pam. So, das hat doch prima geklappt. Die Tür hat er netterweise offen gelassen. Also Flammenwerfer waren hier. Also man sieht schon, hier sind alle möglichen Fallen. Flammenwerfer, Giftgas, das MG vorher. Falcone hatte hier richtig Spaß mit den Fallen. Mit der Einrichtung quasi. Weil die können ja zu diesem Haus wie, keine Ahnung, die Wände. Okay, wir haben aber gesehen, der war nicht alleine. Da waren mindestens noch zwei oder drei. Ah, hier ist wieder eine Kamera. Okay, wieder der Cam-Hack. Weil wir wollen nicht in Fallen laufen. Deswegen tun wir den gleich auch hier hacken. Ist cool, dass man das kann. Und erledigt. Oh, eine... Strahlenfalle hier. Die Kamera bewegt sich nicht, das ist gut für uns. Wo sind wir denn? Ah, da sind wir. Wir sind direkt vor der Falle. Hm, wie kommen wir denn da weiter? Wir können da bestimmt nicht drüber springen, die ist nämlich sehr hoch. Können wir hier irgendwo... Da ist die Kamera, die wir gehackt haben. Können wir... Haben wir hier einen Hakenpunkt? Das wäre ganz geil. Ich habe keinen Bock, jetzt die Falle auszulösen. Hier geht's nicht. Hm, wie kommen wir denn hier weiter? Da oben ist ein Rohr. Vielleicht könnten wir dahin springen. Ah, können wir. Sehr gut. Jetzt sind wir oben. Das Problem ist nur, unser Umhang hängt runter. Der Umhang wird doch das auch auslösen. Naja, wir haben, glaube ich, nicht wirklich eine Wahl. Naja, der Umhang ist drüber. Oder auch nicht.
Wie auch immer das gerade Batman gemacht hat. Der Oman hätte das eigentlich auslösen müssen. Naja, Spielelogik. Okay, wir sind drüben. Loslassen, hier ist ja keine Falle mehr. Wir haben es über die Falle geschafft. Die wäre hier vor der Treppe gewesen. Da sieht man ja auch die Lampen. Oder ich nenne es mal Lampen. Checkpoint, alles klar. Ein neuer Speicherpunkt. Ja, wie gesagt, mit dem Cam-Hack kann man die Fallen relativ gut umgehen. Der Schwarzmarkt Club 2 waren wir vorher. Jetzt sind wir wahrscheinlich 3. Aber man muss halt den Cam-Hack erstmal erwischen. Und die ersten beiden Fallen, hat man schon gemerkt, muss man halt auslösen. So, wir haben doch noch Zeit, oder? Wir haben noch 5 Minuten. Ich würde gerne noch einen weitergehen. Ach, hier ist direkt eine Falle. Hier sehen wir direkt den roten Strahl vor der Tür. Da drin ist auch eine Militärkiste. Also hier durch diese Tür gehen wir definitiv nicht. Weil die Falle ist ja sehr uneindeutig positioniert einfach mal. Das ist bestimmt eine Sprengfalle. So, was ist bei der Tür hier? Hier ist keine Falle. Zumindest sehen wir keine. Bevor ich das öffne, gucke ich kurz noch hier oben. Hier ist ein Schacht und ein Medikit. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich hin soll. Wir haben einen Schacht, wir haben ein Medikit. Ich glaube, ich gehe erstmal jetzt zum Medikit. Weil wir haben ja nur halbes Leben. Ja, hier gehe ich als erstes hin. Und dann schaue ich mal zu diesem Schacht. Der könnte vielleicht... Geht's in die Tür irgendwo hin? Nein. Wir wollen ja erstmal ans Medikit. Ich hoffe mehr auf mehr als eine Dose. Na, immer noch eine Dose. Ja, eine Dose heilt halt nicht viel. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Der Schacht wird vielleicht in den Raum, wo die Falle hinter der Tür ist. Das heißt, wir gehen erstmal in den anderen, würde ich sagen. Also in den hier. Das war ja der andere, ne? Genau. Einmal rein. Hier ist mir echt zu wenig los, dafür, dass es Falcones Club ist. Ich hoffe, wir können wir zurück. Ich will nur gucken. Weil ich will jetzt natürlich den anderen Raum nicht übersehen. Ich will nur gucken. Hier war jetzt noch nichts. Hier ist eine Tür, eine weitere, rot markiert. Also wir können hier nicht durch, aber durchspähen werden wir. Ah, hier ist wieder ein Bewaffneter, ein Unbewaffneter. Also zwei Unbewaffnete, genau gesagt. Aber vielleicht können wir etwas lauschen. Na, ihr seht, tun wir nichts. Aber wir könnten hier eh nicht durch. Ach, drei Unbewaffnete. Ich habe aber eine Idee, wie wir die vorlocken können. Im Grunde wie vorher. Mit Falle auslösen. Das heißt, ich gehe zurück, gehe zum Schacht. Und hoffe, dass es in diesem Raum hier rauskommt, wo die Falle vor der Tür ist. Das heißt, wir gehen natürlich nicht durch die Tür. So, hier ist ja der Schacht. Einmal hoch und zweimal hoch, wenn es Batman schaffen würde. Na, Batman. Da oben ist der Schacht. Das schaffst du doch. Warum nicht, Batman? Ach, müssen wir den vielleicht mit dem Batarang öffnen? Könnte das vielleicht die Rätsellösung sein? Ja, müssen wir. Geht das so? Nein. Okay, müssen wir nochmal kurz runter. Das war gerade mein Fehler. So, Batarang. Jetzt ist das Ding hier offen. Ich gehe wieder auf den Cam-Hack, weil ich habe keine Ahnung, ob wir noch Fallen haben. So, einmal und zweimal. Jetzt das geht's. Sehr schön. So, weiter geht's. Ich hoffe, es kommt gleich ein Checkpoint, weil wir hatten ja nur noch 5 Minuten. Okay, hier können wir durch. Da müssen wir das wieder mit dem Batarang zerstören. Ja, müssen wir. Okay, ich bleibe jetzt mal auf dem Batarang. Zack. Sind wir jetzt hier in dem Raum mit der Falle? Hier ist eine Tür. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind hier im Raum mit der Falle vor der Tür. Genau, hier ist die Militärkiste. Das ist der Raum. Okay.
Ist hier sonst noch was drin, außer die Militärkiste? Wir brauchen ja irgendwas, um die Falle auszulösen. Hier sind wieder Fässer, wie praktisch. Ich gehe aber kurz erst an die Kiste. Einmal öffnen. Armeevorräte steht hier übrigens immer eine Blendgranate. Ah ja, jetzt haben wir wieder die Ausrüstung, die wir auch beim letzten Level hatten. Also vorletzten, genau genommen. Okay, dann gehe ich wieder hier nach oben und dann müssen wir jetzt die Fallen auslösen. Die Frage ist nur, können wir vielleicht wieder über die Tür? Das wäre ganz cool. Da ist doch ein Kabel. Ah ja, loslassen. Perfekt. Ich bleibe aber hier. Das ist mir nämlich zu gefährlich. Weil das ist ja wahrscheinlich eine Sprengfalle. Wir müssen halt so gehen. Ich hoffe, das geht und wir fliegen gleich nicht in die Luft. Eine Sprengfalle und wir sind nicht in die Luft geflogen. Ansehen gestiegen. Und Polly ist nicht zurückgekommen. Meinst du, es gibt Ärger? Ich schätze, das wissen wir bald. Ja, geh dieselbe Richtung, mach denselben Fehler wie Polly. Ist eine kluge Idee. So, ich gehe über die Tür, weil den können wir bestimmt packen wie den vorher. Der kommt bestimmt gleich hier vorbei. Wir sehen ja den auf der Karte. Na, komm rein. Ich beiße auch nicht, ich packe dich nur. Da kommt er. Und erledigt. Pam. Ansehen gestiegen. Wir sammeln gerade echt viel Ansehen hier. So, sehr schön. Falle erledigt. Und ein weiterer Bewaffneter weniger auf unserer Liste. Okay, dann müssen wir, denke ich, jetzt hier wieder rüber. Da sind wir gerade über den roten Strahl gelaufen. Aber der blinkt. Ich glaube, deswegen haben wir ihn nicht ausgelöst. So, einmal hier öffnen und jetzt da vorne die Tür öffnen. Die wir vorher schon gesehen haben. Die ist jetzt bestimmt offen. Ja, jetzt ist sie offen. Euch gehen die Männer aus, Freunde. Das wisst ihr schon, ne? Ich will nur mal schauen. Da hinten sehe ich einen. Hier sind drei Unbewaffnete. Das sollte eigentlich möglich sein. Eine Taste. Ich wüsste halt gern, wo die drei Gentlemen sind. Schläger, da ist einer. Ich würde halt gern einen... Scheiße. Ja. Genau, ich bin Polly. Ich wollte einen eigentlich anders ausschalten. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, bitte? So, einer erledigt. Und zweiter erledigt. Einer ist noch da. Ach, der hat uns nicht mitbekommen. So in Angst. Ich wollte eigentlich einen unauffällig ausschalten, aber das wurde leider nichts. Das ist vielleicht der Informant. Der Pfeister. Der hat uns nicht mitbekommen. Gut zu wissen. Stört mich nicht, die Zonenangst geht zwar runter, aber... Der Kampf ist beendet. Leider haben die uns ein paar Mal getroffen. Hier ist eine Taste. Wo ist denn der gute Genosse? Ach, hier hinter der Tür ist der... Ja, ja, da sehen wir die Füße. Da ist er. Und ich wette, wir haben überzogen. Wie gesagt, dann wird die morgige Folge natürlich kürzer. Morgen sind es ja, wie gesagt, drei wegen der Ader-Analyse. Okay. Ich denke, wir müssen diese Taste hier drücken. Vielleicht kommt er ja dann noch auf einen Sprung vorbei. Benutzen. Da fährt irgendwas hoch. Wo ist das denn? Hier war das, glaube ich. Nee, hä? Da ist gerade irgendwas hochgefahren. Wo war das? Das sah aus wie eine Leinwand oder sowas in der Art. Wir müssen bestimmt durch die Tür. Das ist bestimmt der Pfeister, aber... Ah, hier ist auch so ein Pult. Vielleicht ist es hier mit einem Overhead. Denn ist bestimmt da die Leinwand hochgefahren. Ich mach's mal nochmal. Und such die dann gleich.
Weil jetzt müssen sie ja runterfahren. Genau, jetzt fährt eine runter. Da kommt sie runter. Okay, ich nehme mal an, dass wir da drauf springen müssen, während die hochgeht. Das heißt nochmal benutzen und drauf springen. Genau, jetzt können wir mit hochfahren. Was uns das bringt, ist allerdings die Frage. Außer, dass wir weiter hier hangeln können jetzt. Da ist schon mal nichts. Ah, ich sehe schon. Hier vorne. Da müssen wir hin. Puh, und fast wäre abgestürzt. Ich glaube, da kommt man dann im Raum mit dem Pfeister. Wahrscheinlich von oben, damit er halt, weil er die Tür anscheinend blockiert hat. Dafür war das, nehme ich an. Ich will nur kurz gucken, ob hier sonst noch was ist. Sonst ist hier nichts. Aber schön, wenn man die alle ausschaltet, weil man halt einfach mal bewusst absichtlich Alarme auslöst. So. Hier ist auch nichts. Und da ist gerade was aufgeploppt, aber darum kümmere ich mich nach der Folge. Na, lieber Freund, du bist doch bestimmt der Pfeister. Wie ist der Walter Pfeister, glaube ich, ne? Da steht er. Vor der Tür. Der fühlt sich wahrscheinlich sehr sicher. Ich gehe mal hier runter. Der fühlt sich wahrscheinlich sehr sicher. Ja, genau, Walter Pfeister. Da habe ich gerade den Namen gesehen. Weil er halt denkt, die Tür ist blockiert. Aber Batman wird nicht von der Tür aufgehalten. 60er Hertz, er ist unbewaffnet, er hat keine Waffe. Er ist ja auch ein Informant. Vielleicht arbeitet er freiwillig sogar für uns, weil ne Gorns Informant. Hier ist eine Tür, die wir öffnen können. Aber zuerst unterhalten wir uns mit dem Pfeister. So, mein Freund. Ich hoffe, du gibst mir bereitwillig Infos, bevor ich dir wehtun muss. Einmal packen. Zack. Und verhören. Ich muss nach nebenan. Ich suche einen korrupten Detective namens Flash. Arbeiten Sie für Falcone? Sehe ich so aus, als würde ich für Falcone arbeiten? Nein, ich bin viel schlimmer. Wie komme ich nach nebenan? Tun Sie mir nichts, es gibt einen Lastenaufzug. Ich glaube nicht, dass er noch funktioniert, aber er ist hinter dieser Tür. Der Code ist 1337. Ein Lastenaufzug. 1337. Vielen Dank, aber ich will auch alles andere wissen, was du weißt. Sie haben Ihre Freunde verpfiffen. Ich habe nur meine Chance ergriffen. Bitte, ich will nicht sterben. Er hat seine Chance ergriffen. Okay. Ich weiß nicht, ob Gordon schon weiß, dass Batman da ist und dass er halt für die Gerechtigkeit einsteht. Dieser Informant weiß es offenbar nicht. Wenn ich sie leben lasse, schulden sie Gordon etwas. Sie werden auspacken. Was immer sie wollen. Und er hat richtig Angst, wie man hier sieht. Er wird alles auspacken. Sehr schön. Bitte, ich ertrage keine Schmerzen. Du erträgst keine Schmerzen? Du bist ein Ex-Gangster, dann warst du im falschen Beruf. Ich will nur wissen, ob er noch was weiß. Tun Sie mir nicht weh. Ich werde Gordon alles sagen. Ja, das wirst du tun. Aber ich will wissen, ob du noch was weißt. Ich trage Damenunterwäsche. Ah, jetzt kommen hier die ganz intime Details. Okay, erledigen. Also Damenunterwäsche, bestimmt Strings. Naja. Also String-Tangas natürlich. Okay, 1337 für den Code von der Tür nebenan. Ich nehme an, die Tür ist diese hier. Für den Lastenaufzug. Ich will nur kurz durchgucken. Sieht leer aus. Okay. Einmal durch. Ein Checkpoint wäre mal wieder ganz geil. Momentan gibt es aber noch keinen. Ich gehe auch wieder auf den Cam-Hack. Nur zur Sicherheit. Die Musik hat sich nämlich verändert. Ja, die Tür, das wissen wir schon. Hier sieht es ein bisschen baufällig aus, ne, mit der Leiter hier. Sonst ist hier scheinbar nicht viel. Wo ist denn der Aufzug, von dem er gesprochen hat? Hier ist eine Tür. Ah ja, mit Tastenfeld. Das ist bestimmt die Tür, die wir brauchen.
Alles klar, dann gehen wir jetzt Tastenfeld. Ansonsten habe ich jetzt hier nichts gesehen. Der Code war 1337. Den geben wir ein. Und richtiger Code, sehr schön. Hat uns nicht angelogen, ich schaue trotzdem rein. Das sieht doch nach etwas aus. Okay. Dann einmal rein. Und das ist wohl dieser Lastenaufzug. Er hat ja selber gesagt, er weiß nicht, ob er noch funktioniert. Das müssen wir dann gleich sehen. Lose Bretter sind hier. Ach, die sind gegenüber. Ja, ja, wir müssen jetzt zum Nachbargebäude. Kann ich die erreichen so? Batarang. Kann ich so nicht erreichen. Okay, dann müssen wir wohl erst hier hangeln. Weil wenn die Bretter da sind, dann kommt bestimmt der Lastenaufzug nicht durch. Ja, komm schon. Nein, ich will nicht nach drinnen. Ich will erst hangeln. Weil, wie gesagt, die muss man bestimmt zuerst entfernen. Ach, kann ich nicht. Aber hier ist doch oben ein Kabel. Ich will nicht abstürzen. Ah, doch, es geht. Natürlich geht's. Hätte mich auch gewundert. Okay, dann hangle ich mich kurz rüber. Wie wir hier sehen, hier geht es weit runter. Unten ist der Verkehr von der guten Stadt Gotham. Wir sind hier gerade an der frischen Luft. Übrigens sehr schön mit den Gebäuden hier und mit dem Mond vor allem. Das ist einfach sehr schön gemacht. So, lose Bretter, die will ich kurz zerstören. Das ist zerstört und das zweite und das dritte. Und dann kämmen wir hier rein. Da drin ist ein Schacht. Jetzt gehe ich kurz zurück, weil ich würde natürlich gerne diesen Aufzug benutzen. Wenn er denn funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, müssen wir uns halt nochmal hangeln, aber wir können es einmal probieren. Na, rein da. So. Ein Hebel. Aber den müssen wir bestimmt hacken. Elektrohack. Müssen wir nicht hacken. Benutzen. Ach, er geht gar nicht. Die Bahn scheint kaputt zu sein. Hahaha. Hat ja gut geklappt. Okay, dann gehe ich wieder auf den Batarang. Und dann dürfen wir doch hangeln. Ja, aber da kann man dem Pfeister keinen Vorwurf machen. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob er noch funktioniert. Einmal rüber. Gott sei Dank ist Batman, wie gesagt, schwindelfrei, weil ganz ehrlich, das ist, da geht's sehr tief runter. Wie gesagt, ein Safe wäre mal wieder ganz geil. Ah, hier kann man auch nochmal im Batarang irgendwas machen. Na, ich will das doch wahrscheinlich... Nein, nein, Batman. Ich will schon da rein. Aber wahrscheinlich müssen wir da weiter. Deswegen... Baustelle. Okay. Gibt es einen Grund, warum Flash einen Verdächtigen auf einer Baustelle verhört? So, jetzt kamen wir rein. Weil das war ja eine Zelle. Hat man ja gesehen. Hier ist sonst, glaube ich, nichts. Gibt es was Neues im Datenschirm? Nein. Okay, dann rein in den Luftschacht. Hier ist nichts. Ein Ladebildschirm sehen wir unten. Und der Luftschacht sieht auf einmal auf magische Weise anders aus. Natürlich, das ist bei jedem Luftschacht so. Ja, ach du Scheiße. Checkpoint. Okay, hier werden wir aufhören. Und wie es aussieht, werden wir beim nächsten Mal Spaß haben, denn wir dürfen hier weiter hangeln und balancieren. Großartig. Okay, aber wir werden für diesmal speichern. Wir haben den Club damit hinter uns gelassen. Das ist ganz cool. Schwarzmarkt Club 3 waren wir vorher, genau. Einmal speichern, ja. Und ich denke, wir müssen jetzt aufhören. Wir haben ja bestimmt mehr... Ja, ja. Wir machen morgen nur eine halbe Folge. Wir sind bei 45 Minuten gleich. Aber trotzdem werde ich jetzt hier aufhören. Jetzt werde ich keine Doppelfolge draus machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass ich überzogen habe, aber bei 5 Minuten wollte ich halt einen Speicherpunkt noch machen. Dann wird halt morgen dieses nur eine halbe Folge. Aber ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir dann beim nächsten Mal vielleicht Flash kriegen. Also weiß ich nicht, je nachdem. Das sieht hier wie gesagt aus, als müsste man hier hangeln und balancieren und ich habe keine Ahnung, wie lang die Baustelle ist.
Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr möchtet, später noch zu Let's Play Gladius. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.